schauen. Mal weiter. Achso, wir wollten zurück. Genau, genau, genau. Der Flur war ja noch länger. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Wir müssen mal schauen, ob das noch irgendwas gibt. Ja. Man weiß ja nicht. Wissen es ja nicht. Dagegen, da hatten wir den Schlüssel her. Da flackert Licht. Ah, ist der Weg jetzt falsch oder? Ich habe keine Lust, irgendwas. Oh. Das Haut, da kommen wir nicht durch. Ah, gross. It looks like flesh. Is that skin? Tja. Und da sind wieder solche Biester. Das Schloss kann ich nichts machen. Gut, also müssen wir da runter. Ist tatsächlich so. Dann müssen wir wieder runter. Aber trotzdem mal schauen, ne? Man weiß ja nie. Aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Das ist das Problem. Und umgekehrt, dass ich einen falschen Weg gehe und dann... Achso, nee, wir müssen da durch. Hier war ja, glaube ich, nichts. Hier ist ja scheinbar auch nichts. Die Tür geht nicht auf, also müssen wir da runter. Dann gehen wir da runter. Erdbeben? Das war aber nur in der realen Welt, oder? This room. It feels cold. Okay. Memories of grief. Loneliness. Hallo? Okay, in der Geisterwelt kriege ich, das hole ich mir gleich. Und da können Sie. Nein, noch nicht. Ich habe nichts. Also da muss was rein. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Geisterwelt. Holen uns wieder ein bisschen Magic. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Da ist was. Oh, starte. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Der Tarkovsky, das... Tarkovsky, ist das nicht ein... Ein berühmter Komponist oder irgendwie sowas gewesen? Achso, da können wir noch. Ah, Sunflower. Ah, hatten wir schon. Oh, Mr. Tuck. Hatten wir schon. Ja, ja, gut, passt. Da liegt noch was in der realen Welt. An old prescription. I know these drugs. All too well. Lesen wir. 14.06.1971, Name Ursulana, Nachname Roskowski, Alter 41, Gewicht 53 Kilogramm, Geburtsort der 24.05.1930, RX, Pipofizin, Buspiroin, was ist das, Tabletten? Fallgeschichte. Bei Ursula Roskowski wurden Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks 6-mal auffüllen. Ja, Elektroschocks war zur damaligen Zeit scheinbar sehr beliebt. Elektroschocks. Ich glaube, heute weiß man, dass man wahrscheinlich mehr Schaden macht, als Gutes damit tut. So, wir gehen mal hier weiter. Wieder im Flur. Whispers? Achso. Okay. Okay. Waschbecken. Brief. Tabletten. Okay. Drücken wir mal. Ob wir da was für... Ja, wir finden... Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair.
This letter crushed her spirit. Okay, hat die sich umgebracht etwa? Lesen wir halt mal. Dear Ursula, you're probably wondering why I would write this letter instead of expressing myself directly. The reason I'm afraid it's painful simple. Also. Ja, das wird so ein Abschiedsbrief werden, so Kündigung der Liebschaft oder was weiß ich. Schauen wir mal. Was? Wieso geht er alleine nach oben? Hallo, liebe Ursula. Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemanden das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula, meine liebste Ursula, die letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt, zu wissen, dass du für mich da bist, zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Nahe, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuche zu verstehen, dass es... Hallo! Oh, Alter, was ist denn los hier? Ich mach nichts und er bewegt sich. So. Bitte versuche zu verstehen, dass es nicht leicht für mich war, jemanden so nah, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert, auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freuden und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber das bin ich nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir, in ewiger Freundschaft, R.T., wer auch immer das ist. Tarkowski? Wie hieß der mit Vornamen? Okay, ja. Da geht's nicht weiter, okay. Da geht's wieder in den Raum. Das ist eine Mauer. Aha, wieder eine Haut. Looks like I'm in for another dive. Ja, und zwar nur in der Geisterwelt. If only I had something sharp. Dann gehen wir mal schnell. Oh, God. I hate this. Na? Nee, nix. Oh, eine Wanne mit... So, jetzt geht das schon wieder los, dass meine Kamera stehen bleibt. Das finde ich natürlich nicht witzig. Jetzt habt ihr nicht gesehen, wie ich mich gerade... Hallo. Wie ich mich gerade verjagt habe, ja. Und ich habe mich verjagt. Ich muss zurück. Ich löse mich nämlich auf. Aber vielleicht kriegen wir das schnell. Vielleicht kriegen wir das noch schnell. This thing isn't a razor. It's guilt. Shame. Regret. So, ich muss zurück.
Puh. Wir haben das Messer. This thing looks strong. Und wir nehmen das Messer. Yeah, that was disturbingly satisfying. Was steht denn da? Come at me, Ursula. Okay. Wir sind im nächsten Raum. Da ist auch ein Durchgang. Ist hier noch was? Wieder im Badezimmer. Oh oh. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Hat er sich umgebracht? Hat sie sich umgebracht? Und er schaut sich jetzt in den Spiegel und sagt, du bist schuld, du bist schuld. Könnte ja so sein. Ne? Muss mal gucken, dass ich in beiden Welten nichts verpasse. Da ist nichts scheinbar. Da kommen wir jetzt. Ah, Maler. Was steht da denn? Hell. Steht da denn? Ja, die Kamera. Hell. You are here. That is bla bla. Oder ist was? Das brauche ich sogar. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Das brauchen wir garantiert für die Vase. Ist okay soweit. Ich möchte ja nochmal in die Geisterwelt zurück und gucken, ob ich die Personen da zusammensetzen kann. Ich dachte, die wären jetzt hier gewesen. Was steht da denn? You are bla bla. Polnisch, Englisch, alles gemischt. Da. Ah, jetzt können wir vielleicht die zusammensetzen. Ah. You want me to read you another one, darling? Oh. Look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Vielleicht hat sie irgendwas gemacht, damit er immer gefangen im Stuhl bleibt. Kann auch sein. Er wollte sich trennen. Und sie hat dafür gesorgt, dass er jetzt für immer im Rollstuhl sitzen bleibt. Nein, ich weiß es nicht. Und da geht's wieder raus, das wissen wir. Die Blume brauche ich. Das wissen wir auch. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Läuft immer noch Blut. War hier nicht noch irgendwo ein Skin zu zerschneiden? Hä? Mir war doch so. Oder war das in dem Raum? Tun wir das mal in die Vase rein. Jetzt mal sehen, dass wir zurückkommen. Ne?
Na, hier noch ein Skin. Bin ich jetzt blöde oder was? Shit, there are thousands of them. Oh, erstmal tun wir. Energy to get through. Ja. Energy haben wir doch eigentlich, oder? Ach, jetzt erst kriegen wir Energie. Okay, da könnten wir hoch. Da können wir nicht lang. Könnten wir dann runter, können wir auch nicht. Warte mal kurz, Fußspuren hier zu sehen? Nein. Oh oh. Okay. Gehen wir aber hier nochmal gucken. Ich sag ja, die warum kann ich nicht selber ein bisschen die Kamera drehen um mich herum? Damit ich mal alles von allen Seiten sehe. Das finde ich dumm. Sorry. Dass man echt sich um die Person drehen kann. Ich kann nicht alles sehen. Das finde ich doof. Da ist wieder Haut, okay, das passt schon. Aber wir wollen ja erstmal gucken. Da kommen wir so nicht durch. Okay, gehen wir mal kurz rein da. Ja, dann wieder mal. Ist nix. Ah, Kinderspuren da. Aber hier ist sonst nix. Wir haben die Fußspuren gesehen. Wir sehen, die ist da lang gewandert. Das ist ja auch soweit alles in Ordnung. Nur ich will ja sehen, dass wir noch, ob wir noch irgendwas finden, was wir brauchen. Hier sind keine Fußspuren mehr. Hier können wir rein. Das ist wieder ein Durchgang. Den machen wir gleich. Ach, hier waren wir schon. Jetzt sind wir hier? Ist nicht euer dein Ernst. Ja, jetzt sind wir hier. Ach. Okay. Komisch. Okay. Da sind die Fußspuren des Mädchen. Da war sie drinne, was nützt mir nichts. Da komme ich nur in der Geisterwelt rein. Da blinkt es wieder. Gotta find something to cut it with. Haben wir doch. Na sicher doch. Ist
Hoppala. Da können wir beide rein. Haben wir Fußspuren hier? Die Fußspuren führen da rein. Dann mal wieder was zum Rotieren. Müssen wir was schauen? Nee. Lesen wir mal. Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen, Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Polotsky, einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Neva-Volkressorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, der bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen zu einem Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Neva-Volksressort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Ja, das war's. Okay. Huch, da ist doch was. Was ist denn da? Das ist eine Uhr, oder was ist da? Eine Uhr, ja. Oh, da haben wir auch noch was. Ich vergesse. Mehrere Sachen haben wir da. Nehmen wir mal old das. Invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Keine Ahnung. Wir können nicht rotieren, wir können nicht lesen. Jetzt können wir lesen. It's almost complete. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen. Vor alle Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es drauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich was eingefallen. Ich werde es Neva nennen. Neva von Nirvana? Nee, ne, oder? Das Nirvana ist ja auch so ein Jenseits, oder? Trifft Trauer im zweiten Stock. Das Mädchen heißt Trauer, weil es traurig ist wahrscheinlich. Ja. Freunde, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder habe. Aber ich glaube, es wird bald time to end this Teil, oder? Manager, huh? Das TR. Marianne! Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Sind wir doch. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh.
And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Da ist wieder der Schmetterling. Tja, Freunde, so leid es mir tut. Ich glaube, es wird time. Ich kann nicht mal so lange machen, sonst dauert das Rendern und alles so lange. Und da es ja auch noch 4K geladen wird, also man kann 4K gucken, man muss es nicht. Man kann 2K gucken, man kann 1080 gucken, man kann 720 gucken, 480. Worauf du gerade schaust, das kann man ja alles auf YouTube auswählen. Aber wer möchte und kann, dem das entsprechende Gerät hat, kann das auch in 4K gucken. Ja, ich denke, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich hoffe, wir hatten alle ein bisschen Spaß und Unterhaltung und ein bisschen Thrill. Ja, schauen wir mal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleib gesund. Ciao.